Moin, es sind wir vom Geeks Live Luxemburg. Wir sind heute auf der LuxCon nur mit dem Organisator von dem Ganzen, den Gerard Kraus. Moin. Moin, Mia. Wie geht's dann so? Ja, mir geht gut, merci. Moin, Paraport zu all den letzten LuxCon, die ihr waren. Das war ja so ein Zwei, bis los. Zwei, ja. Wie hat es Ihnen dann die heute gefallen? Ja, ganz gut. Also das, was ich mitgekriegt habe, das, was ich gesehen habe, schenkt mir sich ganz gut gelaufen zu sehen. Die Leute schenken alle gut glücklich zu sehen. Die Leute, mit denen ich geschwärt habe, die waren alle gut und ganz happy. Also ja, schenkt gut gelaufen zu sehen. Mal mir gesehen, dass das ja auch Paraport zum letzten Jahr ein paar Sachen verändert haben. Was waren dann die großen Veränderungen? Die große Veränderung war an sich, dass man das Großzelt dann aufgesagt haben, das ganz grobe Kapazität hat. Das war mehr groß, mehr wie doppelt so groß wie das vom letzten Jahr. Da hatten wir Plan, sich mal für den Cosplay-Konkurs dran zu machen, was doch relativ gut geklappt hat, für nach Ständen zu bringen, die den, weiß ich nicht, dann schon Fabrik selber rückgepasst hätten. Wir hatten das Kleinzelt, was wir als Kinoszelt umgebaut haben, weil das auch ganz gut geklappt hat, für eben Filme zu weisen, ein bisschen an den audiovisuellen Bereich rüber zu gehen. Wir hatten ein paar Kollaborationen gestiftet, die auch an Jamusse gut geklappt haben. Und die andere Sache war leicht ein bisschen mit traditionellen Luxcon-Sachen. Cool. Mal, wo waren dann dieses Jahr die größten Schwierigkeiten bei der Organisation? Dieses Jahr war das so ein bisschen so das dritte Jahr, das war ein bisschen das Problem, den. Ja, so ein bisschen, dass man latzisch gesehen, dass man ein bisschen löst geschafft und so, dass verschiedene Sachen haben auch ein bisschen Stress gemacht. Und mir war das normal, das ist das dritte Jahr und das verflixte dritte Jahr, wie das im Deutschen heißt, wo Sachen schief laufen, die sich für du ganz Ried gelaufen sind. Und ja, das wissen wir für nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist das vierte Jahr, das ist nicht mehr das dritte Jahr, das geht besser. Mal auf, mal. Dann direkt zum nächsten Jahr. Was jetzt schon du anderen? Ja, Platz. Nächstes Jahr sind wir nämlich am Forum Gästeknäppchen an der Stadt. Da schaffen wir mit Messenger im Moment zusammen für eben da ein LuxCon 2017 abzuziehen, die erkenntlich wird sind, dann aber ein bisschen ähnlich. Wie genau das wird sind, das muss ich dann an 365 plus nach ein paar Dich eben rausfinden. Das heißt, du kannst uns nur keine großartigen Neuigkeiten noch erzählen, was uns nächstes Jahr erwartet. Wir haben schon einen Gast konfirmiert. Sarah Pinborough kommt auf LuxCon. Sarah Pinborough ist also eine englische Schriftstellerin, die hauptsächlich so schaurisch mehrere erzählt. Tisch mehrere, die man kennen will, und dann einfach ein bisschen wie schaurisch schreibt. Da ist schon konfirmiert, wir haben noch Kontakt mit anderen Gästen. Verschiedene Häuser schlagen und nicht wollte festlegen, weil das einfach vielleicht noch ein bisschen weiter in der Zukunft ist. Aber wir probieren auf jeden Fall mal ganz gut Leute hinzukriegen. Sowohl international, national, regional. Und dann muss man gucken, was es eben noch gibt. Mal cool. Beschreib uns mal die LuxCon 2017 an einem Satz. Viele Leute. Viel Spaß, viel Schweiß und mir geht alles weh. Gibt es dann schon ein Datum auch für nächstes Jahr? Am 22. und 23. April. Weil dann kommt nächstes Jahr, genau ab dem Datum, hat ihm noch ein Forum Gästeknäppchen auf eine ganz neue Location, ob LuxCon 2016. Also, merci für das Interview und viel Spaß noch für den Rest vom Morgen. Merci auch, gleichfalls. Together, 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 together